Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, ich hatte die letzten Male immer so ein bisschen Lag-Probleme und die sollten jetzt aber theoretisch wieder weg sein. Da bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr froh darüber, denn es war schon mehr wie ärgerlich. Lag-Probleme sind einfach was total Bescheuertes, Unnötiges, das braucht die Welt nicht. Und der PC sollte ja eigentlich locker das schaffen. Aber das Problem scheint jetzt weg zu sein und ich hoffe, dass dem auch so bleibt. Ich hatte nämlich das Problem nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei Guild Wars. Und bei Guild Wars habe ich es jetzt weg durch Einstellungen des Aufnahmeprogramms selbst. Und dann gehen wir davon aus, dass es hier jetzt auch so sein sollte. Hoffe ich. Wenn nicht, dann werde ich mich in ein paar Minuten ärgern. Und dann passt das. Ich meine, gut, dass Minecraft so wie jetzt gerade mal einen Ruckler hat, das ist normal, das hatte ich ja schon mehrmals, aber diese krassen Lags und dieses CPU irgendwie voll überlastet, Mimimi-Problem, das sollte dann zumindest weg sein. Und das hoffe ich. Und wir gucken einfach mal. Ja, Fragen für diese Folge habe ich diesmal allerdings nur eine einzige bekommen. Wenn ihr also Fragen habt, wisst ihr Bescheid. Hashtag AskJuliaTrin, dann wird das Ganze mit aufgenommen in meine Liste. Und dann könnt ihr da Fragen stellen. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch weiß, wie man das Zeug umfärbt. Nehmen wir den auch noch mit. Ist nämlich alles gerade richtig schön rechtzeitig fertig geworden. Das nenne ich mal Timing. Gerade in dem Moment, wo ich hier ankomme, wird das fertig. Das finde ich nice. Das gefällt mir. Das ist sehr gut. So, ich gehe davon aus, ich packe das hier so hin und packe das in die Mitte, oder? Nö, das schon mal nicht. Ich packe erstmal das hier raus. Oh, fuck, ich habe zu viele gemacht. Ups. Ja, das böse Fuckwort, das tut mir leid, das sollte man nicht benutzen. So geht das, genau. Ich habe viel zu viel Bone Meal jetzt hergestellt. Bone Meal wird mir erstmal nicht ausgehen, sehe ich schon, sehe ich schon. Ups. Bone Meal geht mir definitiv jetzt erstmal nicht aus. Upsi. Ja, sowas aber auch. Oh, da liegt auch noch Bone Meal. Oh Gott, 44 Stück. Ja, Bone Meal, das könnte knapp werden. Nein, wird's nicht. Oh, verdammt. Okay. Ja, zur Frage. Leon davon hat eine Frage gestellt für diese Folgen. Und der hat die Frage gestellt. Was würdest du kaufen, wenn du im Lotto 1 Million Euro gewinnst? Ich bin mal gespannt, wie du darauf antwortest. Was würde ich dafür kaufen? 1 Million ist sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und ich weiß, dass meine Sorgen in dem Moment total weg wären. Ich würde definitiv einen gewissen Teil davon für mich selbst investieren. Ich würde mir eine spezielle Summe mehr, überlegen, wo ich sage, okay, diese Summe gebe ich für mich selbst aus. Beziehungsweise schmarrn, ich würde mir erstmal eine Summe überlegen, wo ich sage, die gehört auf die Seite, die gebe ich gar nicht erst aus. Sprich, was ich halt dann dementsprechend anlege. Natürlich nicht mit irgendwelchen Spekulationen, sondern schon mit was anlegen, wo ich weiß, dass ich dieses Geld dann nicht verliere. Und wenn es einfach nur auf ein stinknormalen Sparbuch ist, ist sicherer, als wenn ich es mit irgendwelchen Aktiengedünstings mache. Also das wäre das Erste, was ich machen würde. Definitiv anlegen. Dann würde ich das Geld, das überbleibt, würde ich mir davon definitiv erstmal ein paar so kleine Basics kaufen. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde mir erstmal einen anständigen Computer kaufen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich brauche einen eigenen Computer. Mich nervt es an mittlerweile schon, dass ich immer, wenn ich aufnehme, den PC meines Freundes benutzen muss. Dass ich mit meinem eigenen PC nicht aufnehmen kann. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Würde dann vermutlich erstmal ein, zwei neue Klamotten kaufen, weil ich kaufe mir im Jahr so gut wie nie Klamotten. Ich kaufe mir vielleicht höchstens zwei Jeanshosen im Jahr und das ist wirklich nicht viel. Würde da aber jetzt nicht die riesen Shopping-Tour draus machen, sage ich auch ganz ehrlich. Würde dann vermutlich erstmal in der Familie ein bisschen schauen, wer von denen Unterstützung braucht. Und bin mir sicher, sowohl Mama als auch Papa würden sich da über den einen oder anderen Euro freuen. Wie geht da Lehm aus? Oh Mann, ich brauche nochmal Lehm. Ich habe nicht mal den Boden fertig bekommen. Und dann habe ich aber jetzt noch nicht mal Material für den Rest. Okay. Wir müssen definitiv eine ganz übel große Farmrunde drehen. Eine komplett andere Farmrunde. Irgendwohin, wo ich weiß, dass ich viel farmen kann. Das geht ja mal gar nicht. Das geht absolut nicht. Wartet mal. Waypoint daheim. Das packe ich jetzt nur mal kurz her. Fertig. Der ist jetzt nur hier kurz da. Dachte, ich habe mir jetzt hier gerade einen Waypoint gesetzt.
Ja, mich doch hier gesetzt. Fertig. Overworld. Fertig. 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 Ah ja, der ist da. Okay. So ein hässlicher brauner Punkt. Das ist gar nicht schön. Kann ich den eigentlich auch verrutschen? Komm, wir packen den nochmal weg und machen einen schönen. Der ist ja hässlich. Fertig. Wir machen den Waypoint. Dahin. Neuer Wegpunkt. Und jetzt nochmal. Daheim. Farbe wählen. Farbe blau. Nein, natürlich nicht. Wir nehmen rot. Fertig. Fertig. So, jetzt haben wir einen schönen Waypoint. Jetzt wird es auch noch Nacht. Das heißt, wir gehen erstmal ins Bett. So. Ja, würde, wie gesagt, da auf alle Fälle erst mit meiner Familie ein bisschen schauen, wo ich ein bisschen unter die Arme greifen kann. Beispielsweise weiß ich mal, dass ich meinem Bruder tierisch drüber freuen würde, wenn ich ihm helfen würde, seinen Führerschein zu finanzieren. Aber ich würde tatsächlich auch... Na, es ist noch nicht dunkel genug, dass man hier schlafen könnte. Habe ich mein Reisebett noch? Ich würde definitiv aber auch... Huch! Minecraft! Nicht abstürzen! Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt. Okay. Das war also der Mörderleck des Tages. Ich würde mit Sicherheit auch die ein oder andere Institution mal gucken, inwieweit man da vielleicht wo unterstützen kann. Habe ich kein Reisebett mehr? Doch, da. Ist es jetzt eigentlich schon Nacht? Können wir mal hier oben schlafen? Ja, schlafe hier oben auf dem Dachboden. Wo ich halt vielleicht schon auch überlegen würde, ob ich mich mal dann auch ein bisschen was des Geldes für eine gute Tat investieren könnte. Würde aber da jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 50.000 dahin und 50.000 dahin und 50.000 dahin. Das würde ich vermutlich nicht machen. Aber auch da würde ich vermutlich echt schauen, ob es nicht irgendwo was gibt. Und wenn es halt gerade so Kleinigkeiten sind wie die Katzenhilfe hier. Tja, unser Tierschutz, nicht Tierschutz, wir haben bei uns hier eine kleine Institution, die Tierrettung nennt sich das, die haben halt wirklich so einen richtigen Sanker, wie sagt man da nochmal, Sanker Krankenwagen, so einen richtigen Krankenwagen, wie es das für Menschen gibt, nur halt für Tiere. Und solche Sachen würde ich zum Beispiel unterstützen, weil die leben von den Spenden. Und halt natürlich auch von dem, was die Behandlungen selber kosten. Aber die Leute, die dort arbeiten, die sind halt unbezahlt. Die machen das einfach nur ehrenamtlich. So, jetzt habe ich hier wieder Lags, aber das Messen ist keine Aufnahme-Lags, das ist von Minecraft selbst. Das ist jetzt hier vom Aufbauen der Welt wahrscheinlich. Da baut sich gerade alles auf. Sollte also theoretisch gleich wieder vorbei sein. Na? Das ist so ärgerlich. Was ist das denn? Ich habe halt auch wirklich mittlerweile das Gefühl, dass meine Minecraft-Welt irgendwie einen ziemlich großen Hauer drin hat und da irgendwas mega kaputt gegangen ist. Weil ich habe halt auch immer wieder so Stellen, wo das halt absolut nicht passt, was da so ist. So, da ist auf alle Fälle schon mal Lehm. Es nervt jetzt gerade. Ich werde mal kurz nochmal die Welt neu laden, weil die Aufnahme läuft 100% flüssig. Das ist jetzt definitiv rein Minecraft, was hier buggt. Mein Freund meinte, er hatte mit Minecraft heute keinerlei Probleme gehabt. Also dürfte das Problem ja jetzt eigentlich nicht mehr bestehen. Ich habe ihm das gesagt, was ich geändert habe, dass er das in seinem Aufnahmeprofil auch ändern könnte, um das Problem loszuwerden. Und er meinte, es hat super funktioniert. Das ist weg, okay. Diesen Leben hier schon mal. Ja, aber es, also ich muss wirklich sagen, dass ich es ganz offen und ehrlich zugebe. Hätte ich von heute auf morgen 1 Million Euro, ich würde definitiv einen Teil des Geldes erstmal wirklich komplett für mich investieren. Natürlich würde ich auch bei meinem Freund schauen, dass er sich endlich mal ein neues Handy holt, weil er könnte sich schon lang durch die Vertragsverlängerung ein neues Handy holen, steckt aber immer zurück und holt sich keins. Würde dem da auch den einen oder anderen Gefallen tun. Ich weiß, dass er eine neue Maus möchte. Ich weiß, dass er eine neue Tastatur möchte. Ich würde ihm da sicherlich auch erstmal ein bisschen was gönnen. Aber ich würde auch mir persönlich ein bisschen was gönnen. Um einfach so ein bisschen die Geldsorgen. Ich hatte leider in letzter Zeit tatsächlich ein paar Mal ziemlich böse Geldsorgen, um die einfach mal wirklich hinten anzustellen. Und ich würde aber vermutlich dann auch echt mir Gedanken machen, ob ich mir nicht ein Haus kaufe. Aber das ist halt so, 1 Million Euro hört sich im ersten Moment sehr, sehr viel an. Aber wenn man ganz ehrlich ist, 1 Million Euro ist extrem schnell weg.
Das ist so extrem schnell. Wenn du jetzt sagst, okay, du legst jetzt von dieser 1 Million mal 500.000 auf die Seite, damit du auch wenigstens schön noch von den Zinsen ein bisschen was kassieren kannst und weißt, wenn irgendwas ist, dass du dann immer noch Geld hast. Ich meine, wenn man so sagt, später, wenn man Rentner ist oder wenn zwischendurch mal irgendwas ist, dass man sagt, okay, das Auto ist Schrott, man möchte ein neues Auto, dann kann man sich das halt wenigstens auch leisten, wenn man so 500.000 auf der Seite hat, das ist hier eine Menge Geld. Aber was macht man jetzt mit der anderen Hälfte der 500.000? Wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, du kaufst dir schon mal ein schönes Auto. Ich weiß nicht, was Autos heutzutage so kosten, aber für 60.000? Bekommt man für 60.000 heute noch so ein richtig cooles Auto? Oder muss man da nicht auch schon um die 100.000 hinlegen? Wenn man halt sagt, man möchte halt jetzt vielleicht wirklich so ein bisschen Schnickschnack, Tempomat, bitte keine Automatik, ich möchte keine Automatik, aber halt so ein richtig schönes Auto mit ein bisschen mehr PS, keine Ahnung, so, ja, 150, 170 wären schon nice. Wobei 130 halt nicht völlig reichen, aber das ist ja auch schon viel. Aber so 170, 180 PS wäre schon nice. 200 wäre natürlich Mörderbombe. Dann legst du da halt schon mal definitiv so deine 100.000 oder mehr hin. Ich weiß es nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Den reiß ich jetzt mal nicht weg. Ich habe keinen Bock, dass der da runtergeschwemmt wird. Also da reißt du schon gewaltig viel weg. Da drüben ist auch noch Lehm, aber wir müssen ja eh auch wieder zurück. Fliegt da ein Vogel? Ach, eine Fledermaus. Ich denke mir schon, hä? Vögel in Minecraft? Dann gehst du her und sagst, okay, du möchtest dir jetzt noch ein Haus kaufen, damit du im Endeffekt, ja, ausgezahlt hast für dein Leben, dass du dir dann nie wieder Gedanken machen musst mit Miete und Co. Wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Haus, du kannst dir schon ein Haus für 150.000 Euro leisten, aber wenn du halt so was richtig Schönes, Großes mit Garten und Pipapo möchtest, dann zahlst du schon einiges mehr. Und dann sind halt da flugs schon mal mit Auto und Haus einige 100.000 weg. Und wenn du dann halt aber auch noch hergehst und das läppert sich ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich hätte 1 Million, dann würde ich mir definitiv keinen Computer für 1.400 kaufen. Ich würde mir halt wirklich so einen Mörder-PC kaufen. Und wenn dein PC dann 4.000 Euro kostet, dann kostet der PC halt 4.000 Euro. Aber dann kommen halt diese ganzen Kleinigkeiten. Wie, du holst dir einen neuen Fernseher, der kann auch in die Tausenden gehen. Du holst dir, keine Ahnung, du gehst jetzt zum Einkaufen und siehst da ein Kleid und denkst so, das Kleid kostet jetzt ein paar hundert Euro. Aber hey, ich meine, ich würde mir nie ein Kleid für ein paar hundert Euro kaufen. Aber du kannst es so schnell anbauen, das ist der Wahnsinn. Da musst du dir dein Limit setzen, weil sonst hast du halt bald nichts mehr über. Dann gehst du her und sagst, du gehst mit der ganzen Familie essen. Jede Menge Geld, was da drauf geht. Jede Menge Geld. Dann gehst du her und sagst, du gehst mit Freunden ein bisschen weg in der Diskothek. Jede Menge Geld, die da drauf geht. In der Diskothek, wenn du deinen ganzen Freunden dann theoretisch jetzt noch was ausgeben würdest, oh mein Gott, mega viel Geld. Du sagst, du fährst in den Urlaub, gehen auch einige 100 Euro drauf. Und wenn du halt wirklich mehr Geld hast, weil du halt 1 Million gewonnen hast, dann fährst du vermutlich nicht in den 250 Euro Pauschalurlaub, sondern dann legst du auch ein bisschen mehr Geld drauf. Dann willst du dort vor Ort vielleicht noch irgendwo schick essen gehen. Du willst da vielleicht irgendeine Tour mitmachen. Du willst, keine Ahnung, dir vor Ort ein Leihauto ausleihen, um irgendwo hinzufahren. Du willst dir ein Souvenir mitnehmen, andenken. Du weißt, du hast jetzt so viel Geld. Du könntest das jetzt alles ausgeben. Dir das und sei und jenes kaufen. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Und das übersehen auch sehr viele Leute. Du wirst das Geld sicherlich in der Regel nicht binnen eines Tages loswerden. Aber, oh, guck mal, da ist ein Loch. Aber viele, und zwar sehr, sehr viele Leute, haben deshalb binnen weniger Monate dann weg. Gerade dieses Partymachen ist vielen Millionären dann auch irgendwo zum Verhängnis geworden, die dann deswegen kein Geld mehr hatten, weil sie halt Party gemacht haben ohne Ende. Was ich auch ganz interessant finde, ist, es ist ein Tipp, den viele Millionäre geben, die halt in Lotto und Co. gewonnen haben. Und das hört sich sehr, sehr böse eigentlich an, aber es ist halt vermutlich tatsächlich so. Wenn man im Lotto 1 Million gewinnt, man sollte es niemandem erzählen. Man sollte es niemandem erzählen. Vielleicht deinen eigenen Partner, okay. Vielleicht noch Mutter und Vater. Vielleicht, wenn man weiß, dass man denen trauen kann. Aber erzähl es nicht jeden Arbeitskollegen, jeden Freund, jeden Bekannten, den du kennst. Und bei Freunden ist es auch so eine Sache. Auch bei den Eltern. Ich meine, ich denke, jeder von uns kennt diese Situation.
du erfährst von jemandem etwas und du weißt, dass das eigentlich niemand wissen sollte. Und dann sitzt du abends mit deiner allerbesten Freundin beispielsweise zusammen und dann denkst du plötzlich an das Ganze und dann merkst du, eigentlich willst du irgendwie das loswerden. Eigentlich musst du mit irgendwem drüber reden und sagst so, hey du, ich muss jetzt was erzählen, aber ich weiß von Person XY, die hat das und das und das gemacht. Aber erzähl es bitte niemand weiter, aber ich brauche jetzt jemanden zum Reden. Ich glaube, diese Situation haben schon sehr viele Menschen im Leben gehabt. Und ich gebe zu, auch ich habe diese Situation sehr wohl schon gehabt. Und da ging es jetzt, ich spreche jetzt aber nicht unbedingt von Dingen, wo man sagt, man hat es jemandem versprochen, dass man nichts sagt, sondern man hat es halt vielleicht einfach durch Zufall irgendwie erfahren. Aber man weiß, dass das halt eigentlich niemand wissen sollte, weil, keine Ahnung, es ist eine peinliche Sache oder du weißt, dass die Person dir böse wäre. Weil, keine Ahnung, die rechnet sowieso schon nicht damit, dass du das weißt und dann auch noch das. Ah, ich habe keine Luft bekommen. So, jetzt, ne? Und dann ist aber diese Freundin, der du das erzählt hast, oder dieser Kumpel, genau in der gleichen Situation. Sitzt abends mit einer anderen ganz guten Freundin zusammen und denkt an das Ganze. Und ich meine, ein bisschen Sensationsgeilheit spielt dann ja auch manchmal rein. So, hey, du, weißt du, was ich letztens erfahren habe? Aber du musst mir versprechen, dass du das niemandem weiterzählst. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Sache, weswegen man halt dann das mit der Million dann halt aber auch versuchen sollte, am besten niemanden zu erzählen. Denn du gehst jetzt her und man stellt sich das jetzt mal so vor. Man weiß von jemandem, dass der eine Million hat und man erzählt es dann jemand anderen weiter und das, die kennen sich jetzt alle untereinander. Und dann ist man beispielsweise, wir fangen jetzt wirklich mal mit einer Lappalie an, einfach mal zusammen auf dem Markt unterwegs. Und man bekommt Hunger. Oder man geht einfach zusammen ein bisschen essen, keine Ahnung. Und dann geht es halt ums Bezahlen. Es ist oft, dass die Leute dann sagen, ach komm, du kannst uns das jetzt eigentlich ausgeben. Du hast ja das Geld. Es sind ja nur 25 Euro beispielsweise, sagen wir jetzt mal so. Und das kommt immer wieder vor und immer wieder vor und immer wieder vor. Und da ist sind schon viele dran gescheitert, auch viele dieser Lotto-Millionäre. Es erinnert mich an eine Geschichte von einem Ehepaar, die hatten ein Geschäft zusammen, irgendeinen Klamottenladen, glaube ich, so einen eigenen. Und die hatten im Lotto Geld gewonnen. Und ich weiß nicht, ob man im Lotto noch was anderes gewinnen kann, aber sie hatten jedenfalls jede Menge Geld gewonnen. Auf alle Fälle ein paar Millionchen. Und natürlich haben sie sich ein bisschen was davon geleistet, keine Frage. Aber ich glaube, so viel hatten die damals gar nicht gewonnen gehabt. Jedenfalls war es so, dass das Ganze bekannt geworden ist. Und dann sind die Leute natürlich in den Laden gekommen zum Einkaufen und wollten dann aber einfach nichts dafür bezahlen. Die wollten das Zeug geschenkt haben. So nach dem Motto, ja, ihr braucht ja das Geld sowieso nicht mehr. Die haben halt dann zu falschen angefangen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das ist schon ziemlich scheiße. Weil dann stehst du da und hast vielleicht eh gar nicht so viel von der Million. Die haben vielleicht sogar noch Schulden gehabt. Sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob die wirklich Schulden gehabt haben. Aber theoretisch stellt man sich mal vor, die hätten jetzt beispielsweise Schulden gehabt. Und sind deswegen total froh, dass sie diese Million gewonnen haben, weil die konnten ihre Schulden zahlen. Und konnten vielleicht das Geschäft nochmal schön herrichten. Und konnten sich vielleicht noch ein schönes neues Auto leisten. Und den Rest haben sie auf die Seite getan, damit sie dann, wenn sie in Rente gehen, wenigstens auch noch ein bisschen Geld haben. Weil wenn man ganz ehrlich ist, wenn man in Rente ist, so viel Geld hast du halt da leider auch nicht. Und dann kommt jemand rein und sieht da eine schöne Bluse für 25 Euro und sagt so, komm, 25 Euro, also ich gebe dir 10, weil du brauchst ja eh kein Geld. Oder am besten schenkst du sie mir, weil für was denn? Du hast doch eh eine Million. Das ist schon ziemlich heftig. Und deswegen sollte man das immer für sich behalten. Deswegen, ich weiß, dass es ein, zwei Leute geben würde, wo ich sage, denen würde ich es definitiv sagen. Ich würde es meiner Mom sagen, ich würde es meinem Vater sagen, ich würde es meiner besten Freundin sagen. Aber ansonsten würde ich es wirklich für mich behalten. Damit mir solche Situationen eben nicht passieren. Weil das ist schon ziemlich böse. Ich glaube aber, dass es auch etwas schwierig ist, weil wenn du dir dann plötzlich ein neues Auto kaufst und vielleicht auch noch ein Haus kaufst, das denken sich die Leute, wo hast du plötzlich das Geld für dieses Haus her? Ich glaube, einfach ist es halt aber auch nicht, das geheim zu halten. Und ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du dann irgendwo unterwegs bist und bist vielleicht auch mit Freunden unterwegs und siehst da halt plötzlich was unheimlich Geiles,
dir das dann nicht zu kaufen, damit es nicht auffällt. Oder deine Freundin sieht was unheimlich Geiles und kann sich's halt aber einfach nicht leisten. Und du denkst so, ah, verdammt, das wären doch nur 50 Euro. Und in dem Moment, glaube ich, wirst du dir denken, nur 50 Euro. Das würde ich mir jetzt im Moment definitiv nicht denken. Ich glaube, der ein oder andere wird in dem Moment da schon echt schwach werden. Aber ja, es ist ein Traum. Es ist ein richtiger Wunschtraum, eine Million zu gewinnen. Ich muss aber gestehen, ich persönlich spiele kein Lotto. Weil, ja, keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so viel Geld für nix und wieder nix. Dass du, ja, du kannst das Geld gewinnen, du musst aber nicht. Und es gibt so viele Leute, die schon ihr Leben lang Lotto spielen und dann gewinnen sie mal was nach langer Zeit und dann ist es halt nicht mal annähernd das wert, was sie halt bisher in Lotto reingesteckt haben. Und das ist dann schon sehr, sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter dann. Von daher, weiß nicht, ich will nicht wirklich Lotto spielen. Es wird zu viel Geld, das da drauf geht, sage ich ganz ehrlich. Schieben wir das da noch rein. Können wir hier überall braten. Eigentlich hätte ich es in meinen automatischen Ofen reinschmeißen müssen. Hätte ich mehr davon gehabt. So! Damit wäre diese Frage auch beantwortet. Was würde ich mir als erstes kaufen? Oder was würde ich mir kaufen? Wie gesagt, so ein, zwei Sachen für mich selbst, wie ein PC, vielleicht ein Auto, dass ich wieder selbst ein Auto habe. Aber PC wäre wirklich das Erste. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Zu meinen Eltern dann gehen, schauen, wie ich die unterstützen kann. Und dann halt vielleicht mal überlegen, ob ich noch eine Institution unterstütze. Aber das meiste Geld würde ich wirklich auf die Seite legen, damit ich nie wieder Sorgen in meinem Leben habe. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch kaufen. Und ihr könnt auch sehr gerne Fragen in die Kommentare schicken, weil sonst haben wir nächste Folge keine Frage mehr. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.